Hallo Leute, weiter geht's mit Herrn Nigma. Ich bin Pagas.AD und jetzt hören wir mal bei der Lore umschauen. Ach ja, jetzt sind wir nebenbei. Wir haben uns eine Wohnung gekauft, dazu ein Bett und ein Schrank. Marie hat nun ihre eigene Portier eröffnet. Ich werde Stammkunde. Hier hat so ein Ding namens Kamera erfunden. Warum heißt das die Kamera? Google doch einfach oder schlag einfach im Lexikon nach. Ach, du bist immer noch hier. Ich habe eigentlich gedacht, er wäre nicht mehr da. Weil da auch so ein ähnlicher Tisch da war, ohne ihn und ohne Croissant, dachte ich, er hat mal aufgegeben, aber... ich habe mich wohl geirrt. Die Kleidung ist hier teuer und das Design ist etwas altmodisch. Was denn? Die lebt noch! Müsst ihr nicht schon längst verhungert sein? Ah, was die Leute auch sagen, ich gebe mein Geschäft niemals auf! Ja. Bisschen leer geworden. Dass die sich noch hält. Normalerweise wird die schon längst untergegangen. Weil ohne Kunden kein Geld mehr. Und ohne Geld keine Möglichkeit, die Miete zu zahlen oder Materialienkosten und so. Und wenn man nicht kann, ist man nicht mehr geschäftsfähig und geht pleite. Du wieder meine Freundin, ich kenne dich gar nicht, was willst du? Immer diese Machttypen. War kein Bein mehr. Ja, bist besoffen. Hallo. Aber dafür hast du ein ziemlich großes Gebäude. Erstaunlich, wie gut sich der Wein verkauft. Vielleicht kommen die Leute ohnehin nicht mehr aus. Wer weiß. Ich studiere hier, da man sagt, hier gibt es den besten Wein. Wir haben so viele Bestellungen, dass wir kaum nachkommen. Ich glaube, dann studierst du nicht den Wein, sondern eher die ganzen Bestellungen. Ist doch besser so. Du könntest auch so tief ins Glas schauen und... Ja, meine Witze sind scheiße. Ja, das hast du schon mal gehört. Oh, jetzt schon. Sag mal. Nicht jetzt, danke. Komm wieder, wenn du hungrig bist. Ja, dann gehe ich doch lieber woanders hin. Ich finde auch so das Logo, was Maria. Das ist doch Marie. Viel cool. Also richtig geil. Gemacht. Regisseur war wieder mal faul. Hallo. Willkommen in Marys Laden. Oh. Was ist das? Kann ich mir nichts anfangen. Wenn dir etwas gefällt, dann geh doch bitte zum Schalter. Ja, aber... Ob mir das so stehen würde, keine Ahnung. Ach, ich liebe es, wenn der Regisseur mal so faul war, der Dreherbuch. Ich hätte viele Bestellungen nach dir. Ihr König ist. Die ist echt so ein. Die ist echt süß, finde ich. Auch so vom Charakterdesign her. Aber hier, das Logo sieht euch cool aus. Hat doch was. Hallo, Mädel. Ja. Ja, die sagen immer dasselbe. Ich habe auch Fotos von Neo Tokyo und Yamai. Ich habe das ja schon gezeigt, aber dass ich das verliebt habe. Ich war davon... Oh, mir ist nichts. Mir ist kein Snack, was man verfuttern kann.
Puh, echt interessant. Was ich auch hier so schön finde, ist hier dieses Design mit dem... Ja, hier sozusagen dieses Café. Ja, also das hier gehört eigentlich zu einem, sag ich, Café. Aber... Okay, gibt's hier irgendwo einen Kaffee? Tja. Also Loa hat sich echt gut entwickelt. Darum müssen wir rabecken. Da wo mal der Heinz-Klon da hockt, da ist unser Zimmer. Oh, ich hab schon mit dir geredet. Da! Das sieht man doch echt, der hat aufgegeben, ihm seine vergammelten Croissants zu verschenken, aber... Naja. Du meine Güte. Na du, jetzt musst du dich in der Lobby aufhalten. Du hattest vorhin einen schönen großen Flur gehabt. Puh, ne, ich glaube, ich kenne dich. Ja. Habe ich schon rausgefunden. Hallo. Also, habt ihr eben die Zimmer getauscht? Du warst auf der anderen Seite. Aber so die Details gefallen mir echt. Ich meine, man sieht auch Bilder von Marcel und so. Und das sind Telefone. Die ich aber irgendwie nicht nutzen kann. Na gut, dich kenne ich doch. Die Getränke sind gut, die Frauen hübsch, kein übles Blitzchen. Du warst doch mal so ein Wachhammer, oder? Sag mal, wo ist denn dein Partner abgeblieben? Wie wär's, wenn du mir einen Trink spendierst? Ja. Ach so, das ist sie. Ja, jetzt weiß ich. Wow, das wird langsam echt beunruhigend. Was denn? Wieso? Naja. Oh, hallo. Hallo, hier gibt es leckeres Essen. Zahlt 10 Taler voraus. Nö. Bestell, nachdem du dich entschieden hast. Ja, gut, ich wollte noch quatschen, weil... Du willst nicht unnötig jetzt Geld ausgeben, weil ich ja noch Heilknochen und sowas holen muss. Heißer Kaffee, Croissant. Ich bin schon ein toller Hecht. Was, nur weil du Kaffee trinkst und Croissant futterst? Was bin ich denn, wenn ich gerne Schokokroissant esse? Ein toller Fisch oder was? Hallo, hallo! Dank Joe hat sich Loa gut entwickelt. Mhm. Ja, muss ich. Nur ein paar... Ja, stimmt. Nee, Moment mal, hast du auch Halb... Ja, ich meine Serum... Ja, das... Das hab ich auch verbraucht. Weil irgendwelche dummen Pflanzen mich vergiften wollten. Das brauche ich nicht mehr. Ach ja, ich finde es gut, dass es eigentlich auch, letztlich auch gegen gibt, aber kurioserweise hilft das nicht. Mhm, du bist Rüstungsverkauf, ja. Du hast nichts Bescheid, und was hast du? Mhm. Wie kann ich alle knicken, welche ich brauche? Ich meine... Okay, ich würde sagen, das war's jetzt von mir. Demnächst werde ich jetzt Daruga aussuchen.
Mal sehen, wie es da weitergeht. Tja, wie es da weitergeht, will ich nicht verraten. Ich sag nur eins. I have a bad feeling for this. Bis dann, Leute!